Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Wir haben uns hier versammelt heute nachts um 2 Uhr, um ein ganz besonderes Video zu drehen. Aber ich bin nicht ganz alleine hier. Und zwar darf ich Nico hineinbitten. Danke, danke, wirklich, danke. Danke, 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 wirklich, bitte, danke. Bitte, danke. Danke, danke, wirklich, danke. Bitte, danke. Wahrscheinlich kommt ihr schon von Nico oder auch nicht. Wenn nicht, dann schaltet nach diesem Video zu Nico rüber. Da haben wir auch einen Teil gedreht. Was soll das sein? Kurze Notiz für dich. Danke. Kein Problem. Walle hinter der Kamera hat ein paar Scherzfragen. Was sind das für Fragen? Scherzfragen und ja, und einfach Fun-Fragen. Es sind im Prinzip sozusagen Sachaufgaben und zuzüglich dessen noch Fun-Aufgaben. Ganz dessen muss man entscheiden, ist es gerade eine Fun-Frage oder muss ich einfach nur logisch denken. Und da es extrem spät ist und wir komplett sind vom gesamten Dezember, wird das sicherlich eine amüsante Runde gegen den Peter, der sowieso kein Gehirn hat. Ha! So, unsere Trennwand wieder, Nico, damit du auch ja nicht bei mir abschaust, weil in deinem Video habe ich ja eindeutig gewonnen. 4 zu 2, okay. Easy. Und jetzt mache ich ein 8 zu 0, ne, ein 10 zu 0. Sind 10 Fragen? Das sind 10 Fragen. Auf geht's. Wer hört alles und sagt nichts? Ich hab's. Wer hört alles und sagt nichts? 2, 1. Ich hab das Ohr. Scheiße, ich hab einen Affe. Logische Denkweise am Tage der Logik. Sehr erotischer Mann. Du musst einfach nur logisch überlegen, Peter. Ganz ja, ehrlich, guck mal. Aber nicht. Hörst du mit dem Mund? Hörst du mit dem Arsch? Oder hörst du vielleicht mit dem Auge? Nein, du hörst mit dem Ohr. Du weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ganz ehrlich. Ist so kalt. An dem WhatsApp-Emoji, der so macht. Oh Mann. Der Affe. Oh Mann, aber der hört doch gar nicht. Ach so, stimmt, dann der, was so macht. Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballer und einem Fußgänger? Ich habe eine Antwort. 3, 2, 1, go! Der Fußballer hat einen Ball. Ich habe auch, der eine hat einen Ball, der andere nicht. Beides falsch. Okay. Die Lösung ist, der Fußgänger geht bei grün und der Fußballer bei rot. Oh Mann, rote Karte. Oh Mann, ey, der ist ja echt schon echt weit hergeholt, Digga. Wann fällt Frauen das Abnehmen am leichtesten? Wann fällt Frauen das Abnehmen am leichtesten? 3, 2, 1. Beim Kellnern. Ich habe hingeschrieben, wenn es hinfällt. Also in dem Sinne von, wenn sie einen Einkauf hat und es fällt hin, dann... Dann nimmt sie das wahrscheinlich ab, oder? Ja, dann ist sie ja ab. Ach, scheiße, keine Ahnung! Ich muss sagen, Lazos Lösung macht Sinn, aber die Antwort ist eine andere, wo es noch leichter fällt, nämlich beim Abnehmen des Telefons. Lazo! Hat dich gefreut? Ey, Digga, viel macht's gut, Jungs, ey. Haut rein, Mann, ciao. Was war am 31.12.1987? 3, 2, 1. Silvester? Richtig! Okay, der war einfach. Hättest du den 14. Februar genommen, 19 und irgendwas, dann hättest du es nicht erraten. 14. Februar? Ja. Doch. Was? Ja. Siehst du? 14. Februar, ja, ist doch klar, was ja, das ist. Weißt du? Ja, sorry, wenn du es nicht weißt. Ja, du weißt es nicht. Klar, weiß er ich. Weiß es nicht. Klar. Klar. Sag. Ja, sagst du doch. Anfangsbuchstabe? Ja, sag du doch. Junge. Okay. Warte. Nur mal der selber nicht weiß. Okay. Der letzte Buchstabe ist ein G. Ja? Was kommt da vor? Ja. Guck, er weiß es Digga, nicht. Digga, klar weiß ich. Sag's doch. Nein, Digga, nur er mal. Er weiß es nicht. Nur weil du selber nicht weißt und probierst es wieder einen auf schlau zu tun. Okay, wir sagen es auf 3 gleichzeitig. Okay. 1, 2, 3. Valentinstag. Valentinstag. Richtig. Was ist Valentinstag? Was ist beim Elefanten klein und beim Floh groß? Was ist beim Elefanten klein? Und beim Floh groß? Wie groß ist der? Ey, ich bin gerade hängen geblieben. Ich war sehr kurz weg. Was ist bei einem Elefanten klein? Oh mein Gott, was ist los, Alter? 3, 2, 1. Der Fortpflanzungsprozess. Ich habe Magen, verhältnismäßig so zum Elefanten ist vielleicht der Magen klein, zu dem Verhältnis von einem Floh. Okay, ja, das ist ein guter Ansatz, ja. Ich habe der Fortpflanzungsprozess, weil also beim Elefanten, sage ich mal, im Verhältnis des dem sein Penis ach, ziemlich klein. Aber du meinst ja den Prozess, nicht das Fortpflanzungsmittel. Ja, genau, ich meinte das halt. Der Buchstabe F im Namen.
Das ist krass, oder? Digga. Das ist dein Ernst gerade, oder? Das ist mein Ernst. Welcher Vogel hat keine Flügel, keine Federn und keinen Schnabel? Kein Schnabel, keine Flügel und keine Federn. Keine Flügel? Du bist echt durch, Digga. 3, 2, 1. Ich hab der Nonvogel. Ich hab hingeschrieben, es gibt keinen Vogel. Der Nonvogel ist aus dem Latein und es bedeutet Halt's Maul. Jetzt kommt sowas wie irgend so ein Sprichwort, bei dem du hast einen Vogel oder sowas. Nein, Mann, das ist einfach der Spaßvogel. Der Spaßvogel. Was ist das für ein Video, Digga? Leute, Aufgabe 7. Welcher Peter macht am meisten Krach? Ich hab's. 3, 2, 1. Was hast du? Peterling. Ich hab einfach Peter. Die Antwort ist der Trompeter. Wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, was ist sie dann? Wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, was ist sie dann? 3, 2, 1. Opa! Ich hab Mutter. Ja! Was ist das älteste Zahlungsmittel der Menschheit? Ja, ich hab's. 3, 2, 1. Okay, was hast du? Ich hab Geld. Ich hab Prostitution. Das älteste Zahlungsmittel der Menschheit ist der Neandertaler. Hey Peter, war nice. Hey, wir beenden das Video. Nico hat mich gefreut. Hau rein. So, liebe Freunde, das war's von dem Video. Ich weiß, das ist das bescheuerste Video, was ich jemals gedreht habe. Aber was sollen wir machen? Ist einfach so. Hashtag Crewzember, die letzten Tage, meine Damen und Herren. Crewzember begründet alles. Ja, Hashtag Crewzember begründet echt alles. Die Nerven, alles am Sack. So, liebe Leute, schaut doch bei den Jungs vorbei. Schaut doch bei Nico vorbei. Da haben wir dasselbe auch gedreht. Also liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder. Schaut bei den Jungs vorbei. Ciao.